Ja, da habe ich ein paar. Soll ich dir die hier hochladen? Das wäre super, wenn du das machen könntest, ja. Lad einfach mal alle hoch, die ich vom 28.06. habe. Ist das okay? Weil ich weiß halt nicht, Ja, passt welche schon. Datei das alles war. Die hatte gefehlt. Da habe ich jetzt hochladen können. Okay. Gut, okay. Gut, ich habe dir alle hier hochgeladen müssen. Danke, Dann passt. sollen die. Super. Ölfi, du hast das jetzt gerade gehört, oder? Okay, dann wenn dir Elf ist da auch noch da. was fehlen sollte, dann ja. Also ich habe auch noch ein paar Replays da davon. Vielleicht lade ich die auch einfach gerade zu hoch. Das ist aber lang. Ah, jetzt kommt's. Okay. Oh, es ist gleich 6, ja.
Okay. Testmap und die Ticks. Alle. Was sagst? Auf die beiden, die ich nicht brauche, habe ich den Rest, die 13. Also bis auf die zwei, die du nicht brauchst, hast alle. Ja. Jetzt noch was zu, ist die Frage. Ich glaube aber eigentlich nicht. Eigentlich passen. So, erster Gegner ist Brotherhood of Devastation. Haben wir da schon so einen Channel? Moment. Nee, also in-game haben wir noch keinen. Machen wir mal einen auf, oder? Ja, gegen Angel Wings, da bin ich schon im Channel, den kann ich dann gleich posten. Kannst du den dann gleich auf der ESL-Seite posten? Hm, ich bin gerade schon rein, ja. Okay. So schnell schauen, wie macht man da sowas auf? Eine Gruppe, Also ich habe auch einen Stream auf, gerade. Der Channel ist da. Bei denen da selber einen. Ach so, einfach einen eingeben, okay. User joined your channel. Boy. Hallo. Hallo. Boah, ich glaube, ich vertrage keine Erdnussflips. Warum? Seit langem mal wieder ein paar gegessen und mein Furz stinkt schon so dermaßen. Ich glaube, da kriege ich Verdauungsprobleme. Das habe ich ab und zu bei Milchprodukten. Da habe ich noch nichts gemerkt. Mir geht es nur nach übermäßigen Bierkonsum so. Ja, das kenne ich auch. Ja gut, am nächsten Tag, ja. Bierschiff, aber das ist was anderes. Nee. Wie läuft denn das jetzt dann ab? Können wir da opsen oder während da nur Stream, einer spielt, oder? Ist man... Ah, okay. Das ist auch okay. Ich habe mich jetzt nur gefragt, wenn immer nur einer spielt von jedem Team, was dann der Rest macht. Schaut mal, ob das funktioniert. Ich habe das am Channel aufgemacht. Ich weiß nicht so richtig. Einfach mal den Namen posten. Ja, so einfach EX versus BOD. Moment. Ich habe es in der ESL schon gepostet hier. Mit Leerzeichen, okay. Normalerweise machen die das immer ohne. Aber ist eigentlich wurscht. Oh, ich bin nicht allein. Jo, funktioniert gut. Oh, ich war schon in was drin, die haben mich glaube ich schon eingeladen. Wie in dem Spiel oder was? Nee, in dem Channel. Warte mal. Die hatten schon einen aufgemacht. Moment. So, der Elfi ist da auch schon drin, der Zwergmann ist da drin, das Ostseekind ist da drin, der Mofu ist da drin, passt doch. Ja, wo? Ach, da kommt es tatsächlich, hört sich so, jetzt bin ich auch da drin auf einmal. Ja, wie haben sie denn das gemacht jetzt? Ja, hey, warum bin ich denn jetzt mit, na eben, ich bin noch mit Mofu. Ja, ich glaube, wir können anderen. Unseren eigenen verlassen, ja. Ja. So, wie haben die uns reingeholt? Ja, irgendwie automatisch einladen dann. Hacker. Voll die Hacker, ja. Deswegen gewinnen die gegen uns bestimmt. Wir haben auf jeden Fall schnell Ausrede, falls wir verlieren. Bin ich jetzt in diesem scheiß Channel drin? Ja, das fragen wir uns alle gerade. Der ganze Clan oder was von uns? Die haben zwei Master, wie es ausschaut. Also ich hätte es ja verstanden, wenn die im ESL drin sind, wenn die gezogen werden. Dass die Liege nix haben. Blizzard, habt ihr wieder irgendwas... Was habt ihr gemacht? Wieder irgendwelche Deals mit der ESL geschlossen oder was? Irgendwas implementiert, also, was kein Schwein will? Bevor du machst dann den Chuck Yor, ja? Den machst du klar. Der ist nur 10-mal Master gewesen. Okay. ich nehm dann Mother of Love. Der war wenigstens nur 2-mal. Ja, war ist ja okay, ne? Solange wir die nicht ja, sind. Also aktuell ist er auch. Okay. Ja, okay, dann macht er uns ja alleine blatt.
Wer möchte hier anfangen? Was spielt also, der? Oder soll ich anfangen? Der spielt... wer fängt denn von denen an? Warum? Ich guck gerade erstmal, was der spielt hier. Ich würde aber der sagen, auf jeden Fall, Zerg, dass der derjenige anfängt, der bei uns einfach am tiefsten gerankt ist. Fertig. Ja, wer spielt denn jetzt überhaupt? Wissen also mehr, oder? Mother Love und Zerg vor Zerg kann man wenigstens 6 Pool versuchen. Ja, Shakyo ist Terran. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Master hier zu 5, wir müssen erstmal bestimmen, wer spielt. Weil es dürfen wir maximal 4 spielen. Nö, halt, will irgendjemand nicht unbedingt oder will jemand unbedingt oder ist es jedem egal? Wird zumindest heute 1 machen. Von ja, wir dreien. Haben ja 3, also das ist ja kein eben. Problem mehr. Aber... Also ich würde schon spielen. Spiel auch, wenn Bier sich keine anderen Leute melden. Also ich mache auf jeden Fall nichts anderes als spielen oder zugucken. Der Stream ist ja auch an. Aber ja. Macht's aus, ich muss nicht das spielen, aber bei einem von den dreien würde ich gerne auf jeden Fall mitspielen. Ich muss mal zum Auto, da steht noch eine Kiste Bier. Jo. Drin. Ich spiel ein mit, ich spiel alle drei mit, aber ich bin nur Auffüller, wenn's Leuten mangelt. Ja, wer geht's noch? Chris, Ostsee, wie schaut's bei euch aus? Wollt ihr den Clanwar? Gleich, also... Oder egal, oder... Ich spiele gerne, ich stream halt jetzt auch erstmal und ja, okay. Wenn ich gebraucht werde, bin ich natürlich auch sofort da, muss ich halt einen Stream ausmachen. Ja gut, dann fangen wir jetzt mal an mit Ostsee, oder? Ja. Ja, von mir aus. Also ich spiele auf jeden Fall gegen den Relox. Da traue ich mir sogar noch zu. Jetzt weiß ich, wer spielt. Ja, er wollte ja auch. Hat er ja vorhin noch geschrieben, aber sein Starcraft also ist am Ruckeln. Da sind viele in der Lobby von denen. 1, 2, 3, 4 Leute in der Lobby von denen. Ja, die müssen alle raus und unseren Stream anschauen. Wer will noch zuschauen, schreibt er jetzt. Bleib ihm mal, keiner schaut zu, wir haben einen Stream. Warte mal, ich schlag dich mal vor, dann kannst du das da selbst organisieren. So. Ja, das ist... Du hast ja quasi automatisch Vorsagen hier, oder was? Und, habt ihr was? Ich glaube, das ist denen egal. Ja, jetzt müssen sie mich auch einladen. Ja. Ich guck einen Stream, also. Gibt Leute, die schlechtes Internet haben. Es gibt auch Leute, die dann den anderen Leuten erzählen, was da abgeht. Also, Sniper. Ja, wenn 1-2 Minuten Delay ist, das... Nee, wenn sie live drin sind, geht das. Ist das ja ohne Delay. Nee, nein, das ist klar. Wenn es leckt, müssen sie raus. Aber, also, ach, mir ist sowas, ich unterstelle da nie jemanden was. Ich unterstelle da jedem was, gerade in der ESL. Ja, ich wollte auch gerade sagen. White Account, Viert Account, weißt du? Ja, na scheiße, gut, ich hab dann, einmal gelettet. Aber... Da gehen doch schon die Ersten, ich gehe auch raus, so. Ja, ist jetzt ja ist gut. Hier noch Richard als Zuschauer. Richard raus, achso, der andere Richard, ja. Wenn von denen keiner will, dann mache ich auch GoCaster. Achso, da muss ich ja wieder rein. Nee, dann lass man den. Das finde ich extra los. Chris kann das gut alleine. Oder jo, so. Also ich gehe jetzt auch mal raus. Jo, bis dann. Viel Erfolg. Channel switched. Channel switched.
So, ja, dann sind wir hier bei unserem ersten Match. Kaktustal LE ist die Map. Und ja. Spielt Team Phoenix gegen Brotherhood of Devastation. Und in der rechten oberen Ecke ist gespawnt Desolation von den Brotherhoods. Also roter Protoss. Und in der rechten unteren Ecke, hoppla, gespawnt als gelber Zerg. Ostseekind. So. Ja, was ist das? Ein BO7? Allkill? So. Schauen wir mal, wie es hier gespielt wird. Okay. So, ja. Bis jetzt gibt es nichts Ungewöhnliches. Wir spielen hier PVZ. Ostseekind kriegt direkt den First Scout hier mit seinem Overlord. So. Und da hat er es auch direkt gesehen. So, spielt dann in dem Fall Hedge First, wenn hier Nexus First gespielt wird. So, jetzt geht die Probe hier auch zum Scouten. Pool wird gebaut. Drohnen werden gebaut für Ostseekind. Ja. Desolation zieht das Gateway nach. Holt sich ein Gas. So. Hier vom Zerg kommt jetzt auch ein Gas. Cybercore, Forge. Ah, ne, das ist eine Forge, noch gar kein Cybercore. Kommt jetzt erst, hinten gebaut. Hier haben wir die dritte Base vom Zerg. Sehr gut ist. Schnelle dritte ist der Counter für Nexus First, könnte man fast sagen. Gibt es nur ein besseres Opening und das ist 3 Base for Pool. So, aber jetzt hat der Desolation auch alle Spawning Points gescoutet, bis auf das, wo der Zerg ist. Das heißt, er weiß, wo er ist. Jetzt scoutet er gleich die dritte Base. So, er hat sie gesehen. So, die Linge fangen jetzt die Probe ab. So, plus 1 ist im Bau. Bobcat Tech auch. Weitere Pylonen werden geaddet. So. Okay, eine Drohne ist bis jetzt verloren gegangen. So, im Chat noch frage ich jetzt nochmal ganz kurz. Versteht man mich gut? Läuft Sound und alles drum und dran? Kann es gut sehen. Drei, vier, fünf weitere Gates, plus 1, 6 weitere Gates, das bedeutet wohl Gateway all in, kein Gas.
So, jetzt kommen die Scoutlinge. Hier ist eine Drohne, hier ist eine Drohne. So, der Overlord, der sneakt jetzt ein bisschen rein, um ein bisschen was zu sehen. So, und der erste Warp in Pylon kommt. Hier haben wir jetzt Evil Chambers 2 Stück und Roach Worm. So, der Speed ist durch. Es gibt wohl ein plus 1 Timing hier. Dass er den Pylon jetzt sieht, sollte auf jeden Fall Alarmglocken schrillen lassen. Ja, wir sehen schon 12 Linge. Okay. So, aber hier ist wieder die Probe. Hier wird reingeworbt fleißig. So, Probe ist down. Jetzt wird hier unten schon gekämpft. Hat er geklickt, weiter geworbt. Roach ist dann auf dem Weg. Und da wird nice geworbt. So, jetzt ist die dritte Base down. Hat er jetzt auch schon mehr der Protoss. Er war immer noch fleißig rein. Hier kriegt das jetzt doch nochmal so. Auf jeden Fall ein bisschen gekehrt. Aber er hat halt schon 12 Truhen weniger. 15 Drohnen weniger. Ja, das ist 63, 31 zu 63 Supply. Es kommt natürlich nur noch Berserker reingeworbt, weil er weiß, okay, Roadrun hat gekillt, zweite Base ist down. Jetzt geht er in die Main Base. Und Linge gegen plus 1 Zealots sind natürlich die puren Opfer. TG kommt auch schon. Damit steht es 1-0 für die Brotherhood of Devastation. Ja, damit gehen wir dann direkt weiter zum nächsten. Ich hoffe, einer von den... Okay.
So, dann Terraform soll's werden. Meine Stimme ist recht leise im Stream. Okay. Hallo, hallo. Okay. Sind denn beide ready? Ja. Sind wir jetzt wieder einen CVP auf Terraform? Diesmal ist es Diamant gegen Diamant. Ja, dann haben wir in der linken oberen Ecke auf Terraform gespawnt. Vom Team Phoenix Venator als blauer Zerg. Und in der rechten unteren Ecke als roter Protoss vom Team Desolation, vom Team Brothers of Devastation, der rote Protoss Desolation. So, der führt hier auch 1-0. Oder hat das 1-0 für seinen Clan gemacht. Und wird jetzt hoffentlich dann gleich von unserem blauen Zerg geschlagen. Hier darf man ja ein bisschen parteiisch sein. Hier von Desolation sehen wir jetzt gerade wieder den Pylon unten. Spricht wieder dafür, dass er auf jeden Fall früh axen will. Was jetzt Venator anders macht, ist, er scoutet direkt los mit der Drohne. Mal schauen, ob er das, was er da sieht, auch erkennt. Okay, es gibt kein Nexus First, aber eine Forge First. Und die scoutet er auch direkt. So, hier kommt dann auch direkt eine Hedge First von Venator. Der aber auf dem Schirm hat, dass das eine Forge ist, das heißt, er muss jetzt mit dem Cannon Rush rechnen. So, hier kommt auch schon die Drohne. Die geht jetzt auch mal schnell oben rein. Scoutet das Pool Timing. Passt auch soweit. Hier kommt der Nexus, also kein Cannon Rush. Das heißt, alles gut. So, hier kommt die Cannon. Wir sehen aber hier beim Zerg noch kein Gas. So. Hier kommt Gateway, Cannon. Weiterhin Sonden werden gebaut. Zumindest. Okay, jetzt wird erstmal ein Gas geholt. Er hat gerade einen Sondenstopp. Für wofür sammelt er? Für ein zweites Warp-Gate. Tatsache,
sammelt für ein zweites Warp geht. Und jetzt baut er wieder Sonnen. So, die hat er versteckt. So, und Venator baut jetzt hier Queens, Overlords, Zweilinge und Drohnen. Hat mit dem Overlord gescoutet, dass nur ein Gas besetzt ist. Hat er gesehen, das zweite Geld. Das erste Geld hat er nur gesehen. Und seine dritte Base hier. Keine zweite Queen, keine dritte Queen. Hier, die Linge gehen los. Die sehen jetzt dann gleich die Wall, dass da zwei Gateways stehen. Zwei Gateways so früh würde ich jetzt auch sagen, bedeutet eher Pressure am Anfang. Berserkern halt auf die dritte. So, okay. Er hat den Full Scout bekommen in the Base. Weiß ganz genau, was abgeht. So, Mothership Core kommt. Cyber Core kommt. Plus 1 kommt. Nicht Cyber Core, ja. Wie heißt Warp Gate Tech? Hier. Minator nimmt 6 Minuten 2 Gas. Sehr schön, hier kommt ein 5 Gate. Das ist auf jeden Fall kein All-In, das ist jetzt nur Pressure, solange es bei den 5 Gates bleibt. So, Saturation hier bei Venator sieht eigentlich ganz gut aus. Hier fehlen noch ein paar auf den Minerals. Aber es ist auf jeden Fall möglich, das zu halten. Roach One ist auch fast durch. So, hier kommt schon der Warp in Pylon, schon angesetzt. Hier ist ein Pylon. Hier kommt einer. Hier kommt eine Drohne. Hier kommt eine Drohne. Hier sieht er, dass keine dritte genommen wird. So, 5 Gates. Ah, hier unten sind nochmal 2 Gates. Also, er spielt genau das gleiche wieder. Hat es auch die Pro Production. Ne, hat er noch nicht eingestellt. Geht gerade noch weiter. Aber er hat kein Linkspeed. So, hier oben. Also hier kann er auf jeden Fall nicht reinwarpen. Ah, hier kommen ein Haufen Zealots. Stalker dazu. So, er baut jetzt hier weiterhin Roaches und Overlords. Genau die richtige Reaktion, er macht noch das plus 1. Ja, damit gleich dann das Upgrade vom Protoss aus. Aber er muss weiter hinten fighten. Go, go! Lurker ist noch einen vorne. Team Geld ist halt schon hart dagegen anzutreten. Aber es schaut bis jetzt ganz gut aus, weil sein Army Supply ist jetzt höher wie das vom Protoss. Und da kommt nochmal was dazu. So. Den Spinecrawler könnte auch nach vorne move schon. Die dritte Base ist ja down. Okay, baut auch nach wie vor Spinecrawler. Geht es auch mit den Minerals ein bisschen hoch.
So, aber auf jeden Fall ist gehalten. Erstmal. Er darf bloß jetzt nicht übercommitten. Er kommt jetzt halt von alle Seiten wieder. Okay. Roaches, Roaches. Sorge machen halt Bonusschaden gegen Roaches. Aber jetzt poppen gleich nochmal ein paar. Und genau, den Spinecrawler nach vorne. Jetzt bauen eine schöne Konkave auf, das passt. Mothership Core geht down. So. Passt, sauber. Schön gehalten. Goldechse geäxt. Perfekt. Wieder creepen und der erste ist abgewehrt. So, er kronet weiterhin seine Warp Gaze, das heißt, er will auf jeden Fall keine Transition machen. Er will einfach nur weiter pressuren. Okay, Lea kommt. Er baut jetzt wieder Truhen. Schon eine ganz schön mutige Geschichte. Hat er jetzt die dritte Base gesehen? Nee, hat er nicht. So, er baut jetzt aber wieder Probes. Das heißt, er geht jetzt doch die Transition ein und versucht hier einen Makro-Game zu spielen. Oder versucht zumindest den nächsten, auf den nächsten All-In zu kommen. Der Tag, der schaut dann wie aus, hat er noch nicht gewählt. So, sehr schön gemicrowed. So, plus 1 Steve kommt. Hier oben ist noch ein Pylon, da könnte noch mal was kommen. So. Drohnen hat jetzt der Protoss mittlerweile mehr. Okay, jetzt kommt das Target. Das könnte jetzt nochmal Schaden machen, natürlich, weil New Roaches gegen Target wird natürlich hier ein bisschen eng in der Luft. Jetzt alle weg. Jetzt kommen die neuen. So, jetzt kann er die Armee zumindest ganz gut ziehen. Pylon ist weg. So. So, sehr schön den Warping gecancelt. So, passt. Okay. Soweit ist er jetzt mal ganz safe. Jetzt muss er sich nur vor dem Stargate. Dann muss er den nächsten Tag weggehen und muss gucken, dass er Hydras kriegt. Leer hat er. 3 Bills hat er. Das heißt, er kann 5 Gas haben. Er slidet jetzt die Drohnen alle zu Gold. So, plus 2 ist im Bau. Das heißt, er hat 2-1 zu 1-1 gleich. Ah, okay, das Brutus 1-1 ist schneller durch. Er muss noch hier aufmachen. Road Speed kommt jetzt auch. So, und 2-2 ist auch angedrückt. So, jetzt macht ein Brutus immer genau das, was er braucht, dass er Zeit bekommt. Run-Buys. So.
wird er keine Chance haben. Hier hat er zwei Drohnen. Hier jagt. Hier hat er jetzt eigentlich gar keine Drohne gekillt. Aber eine Queen dafür. Jetzt fallen dann auch die ersten Drohnen. So, hier ist jetzt die dritte Base unter Beschuss. Die paar Roaches machen nicht viel. So, jetzt ist die ganze Armee unterwegs. Dritte hat er gecancelt. So, und da geht er schon wieder los und versucht sich Zeit zu kaufen. So, was kann er machen? Hier die Armee. Die dritte kriegt er definitiv. Aber hier, Venator kann natürlich auch in die NATO rein pushen vom Protoss. So, und da gehen die Lichter aus von den Warp Gates. So, haben wir zwei Void Rays. Auch wenn der Zerg überhaupt nichts dagegen machen kann, braucht er eigentlich zu lang, um die gesamte Roach-Armee hier zu töten. So. Da ist das komplette Einkommen des Protoss erledigt. So. 38 Drohnen tot. 42, 43, 44. So. Da probiert er nochmal alles. GG von The Brotherhood. Und Desolation. Damit steht es jetzt 1-1. So. So. Dann warten wir jetzt mal auf den neuen Spieler von The Brotherhood und ja, schauen mal, was für eine Map die picken. Spieler der Unknown heißt, das ist ja auch lässig.
So, dann sterben wir diese Woche schon mal nicht an einem All-Kill. Das hat Venato jetzt schon direkt vereitelt. Jetzt warten wir mal, was sie für einen Spieler schicken. Hier ist gerade ein Master-Spieler noch ins... ja, wollte gerade sagen, in die Gruppe gekommen. Und der wird auch spielen, und zwar Iron Fortress. So wie es ausschaut, sieht man sie wie sie. Zählte Countdown runter. Haben wir hier auf Eiserne Festung einen Diamant gegen einen Masterspieler. CVC. Und auf Iron Fortress in der unteren linken Ecke gespawnt Motherlover vom Team Brotherhood of Devastation als lilaner Zerg. Und in der rechten unteren Ecke Venator als blauer Zerg vom Team Phoenix. So, steht 1 zu 1. Oh. So. Und wir spielen in BU7. So, beide bauen mal zumindest den 10er Overlord, also den 9er Overlord. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall kein Tenpool. So, Venator hat jetzt seinen Overlord direkt in die richtige Richtung geschickt. Motherlover wird ihn nicht scouten. So, Motherlover nimmt gleich mal Guards First. Ja, in den meisten Fällen bedeutet das, dass er was sehr Aggressives spielt. Oder zumindest was versucht. Jetzt kommt der Pool. Also spielt 14 Guards, 14 Pool. Hier haben wir auch erstes Guards und dann den Pool. Aber ein Tick später, das war 15 Gas, 15 Pool. 15 Gas, 14 Pool war das. So. So. Okay. Das heißt, der Speed ist auf jeden Fall hier auf der Seite früher fertig, Pool ist früher fertig. So, jetzt scoutet er ihn dann mit der Drohne. Man wird sehen, okay, es wurden 100 Gas gemeint und der Pool ist fertig. Speed ist angedrückt, Linge sind angedrückt, Queen ist angedrückt. So. Bedeutet Lauerstellung. Er hat jetzt seine Natu gebaut. So. Speed kommt auch. Hier sind aber die ersten Linge schon unterwegs. Queen ist im Bau. Overlord ist im Bau. Spinecrawler ist im Bau. So. Jetzt kommt die NATO vom Motherlover auch. Sechs, acht Linge kommen. Hier sind 6.
Plus 2 sind 8. Oh, wenn er den Overlord kriegt, wäre es natürlich super. Oh, sehr, sehr gut verteidigt. So, hier kommen noch weitere Rillinge nach. Die NATO ist fertig. Spinecrawler wird gemoved. So, Linkspeed braucht noch ein paar Sekunden. So, hier wird jetzt weiter gedroht. Bailingness kommt. Er hat 2 Drohnen im Gas. Er meint jetzt auch wieder mit 3. So, er holt sich die 2 Linge. Speed ist durch. Und jetzt kann er gegen pressuren. Hier ist noch kein Spinecrawler fertig. Er hat zuerst gerade in den Bau gegeben. Linge hat er definitiv mehr. Also wenn er jetzt drückt, könnte da was gehen. So, er sieht das Bailing Nest. So, okay. Jetzt schaut es ja ganz gut aus für Venator. Hat auf jeden Fall mehr Linge, Bane-Linge, Bane-Tag ist durch, Bane-Nest sollte er jetzt noch holen. Hat mehr Worker, ne, mehr Worker hat er nicht. So, aber er hat den Bane-Tag. Das heißt, er kann jetzt auch die zweite hier canceln, ohne Gefahr laufen zu müssen, irgendwas zu tun. Jetzt hat er es hier oben neu gebaut. So, die zweite kriegt er auf jeden Fall. Jetzt kommt halt aufs Mikro an. Jawohl, hat er 10 Drohnen gekriegt. Herrlich. Und nochmal das 3 Stück. GG, jawoll, da steht 2-1. Sehr, sehr herrlich. Dann warten wir mal auf den nächsten. Jawohl. Renato freut sich auch über den Sieg. Herrlich. So muss sein. Emotionen raus da. Ja, dann warten wir noch auf den nächsten.
Venator macht sie heute alle platt. Boah, 25 Zuschauer auf dem Channel. Ja, Servus, sage ich nur. Servus. Könnt ihr auch gerne mal ein Follow da lassen, Jungs, wenn es euch gefällt. Wir haben eigentlich fast, also ja, was heißt fast? Wir haben eigentlich öfters mal sonntags Clan Wars. Und streamen auch regelmäßig die Clan-interne Liga und jetzt auch ganz neu unsere neue Clan-interne Team Pro League, die nach dem natürlich Vorbild der koreanischen Pro League geschaffen ist. So, hier im Channel haben wir auf jeden Fall nochmal einen Masterspieler. Mother Lover ist raus. Shakyor. Ah, okay, Dunkelbart will Koda bitte. Gerne. So. Ja, Venator ist jetzt noch kurz AFK. So, aber die hatten hier auch auf jeden Fall noch einen Masterspieler. Der Shakyor, genau. Das wäre dann wahrscheinlich der Nier Ace. Das wäre ein Terraner. So, dann geht's auch schon los. Wir sehen wieder ein CBC. Diesmal aber Dia gegen Dia. Auf Koda-Allee. Ja, und da geht's auch schon los.
in der linken oberen Ecke vom Team Brotherhood of Devastation Dunkelbart als gelber Zerg gespawnt. Und auf der unteren rechten Ecke als blauer Zerg vom Team Phoenix Venator, der Team Phoenix jetzt hier mit 2-1 in Führung gebracht hat. In dem BO7. Also es hat quasi Oracle-Format, das heißt, der Sieger darf immer bleiben. Der Verlierer muss das Verliererteam muss einen neuen Spieler stellen. Und hat aber auch zugleich die Map-Auswahl. Gespielt wird der aktuelle Map-Pool. So, ja, das sind eigentlich alle Infos. Es gibt kein wirkliches Ace-Match an für sich. Natürlich irgendwie tut man sich den vermeintlich stärksten Spieler bis zum Schluss aufheben, dass der noch die Möglichkeit oder dass das Team noch die Ressourcen hat, ein Spiel noch zu drehen. So, hier haben sie gerade geknutscht, die zwei. Na, bis jetzt passiert auf jeden Fall noch nichts Ungewöhnliches. Beide Drohnen erstmal. So, jetzt sind sie beide bei 14, bei 15 Supply. So, hier Dunkelbart scheint Hedge First zu spielen. Und Venator baut wieder direkt 15 Gas, 14 Pool. So, jetzt kommt auch der Pool von Dunkelbart. Hier, Venators Drohne wird ein bisschen angry. Hat gerade noch ein bisschen Stress gemacht und nochmal. Jetzt wird zurück geangried. Und da geht's weiter. Gas wird geholt. Also er hat auf jeden Fall vor, einen Makro-Game zu spielen hier, unser Dunkelbart. Exaktor-Trick gesehen. Queen kommt, Klinge kommen. Pool ist jetzt allerdings fertig. Hier wird er gleich einen Spinecrawler bauen. Komm, da ist er. Damit sollte er eigentlich doch relativ safe sein. Allerdings kann Venator natürlich immer mit den Lingen hochpushen. Die Rampe hoch und in die Main. Aber hier sind jetzt quasi die Linge gleichzeitig fertig. Allerdings hat er schon seine zweite Base. Und hier ist noch, ja, gerade erst angefangen. So. Queen ist durch. Zweite Queen zur Hälfte. So, jetzt sammelt er erstmal ein paar Linge. Die Queen wird er auf die Rampe stellen. Ja. Beide kommen gleich dazu. Dann ist das mit dem in die Main-Rennen natürlich auch Geschichte. Und dann würde ich sagen, schaut es eher gut aus für Dunkelbart bisher. Renato holt jetzt noch das Bailing Nest. Hat jetzt dann gleich mal eine stattliche Anzahl an Lingen. So, Speed ist durch. Wenn er halt das Timing gut trifft, wenn die Queen gerade wegläuft oder wie sie jetzt gerade einfach wegsteht. Könnte er natürlich schon gut Schaden machen. Queens auf jeden Fall holen. Rein in die Main. Noch holen. Kann auch noch ein bisschen Drohnenschaden machen. Sollte Bandlinge morphen. Oh, er killt seine eigene Drohne.
killt er seine eigene Base. Natürlich eher glücklich für Venator hier jetzt. Und da kommen schon Mehrlinge. Da kommen schon Banelinge. Oh, good connect! Oh, oh, oh. Die Banelinge, die Banelinge! Ah, oh, der war nicht so schlecht. Und der Baneling. TT, sagt er. Okay. Damit steht jetzt 3:1 für Team Phoenix. Ja, haben wir sie. Funktioniert ja auch. Also, einmal frei. So, der nächste Clanwar wird auch schon. Geht auch schon ziemlich bald los. So. Wann geht's denn los? Schauen wir gerade mal noch nach. Gegen die Angels Wings um 19.30 Uhr geht's los. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Läuft auf jeden Fall. Ja, dann, okay, jetzt kommt der Shark hier mit Bridgehead. Okay. Da damit. So, das darf von CVT spielen, Venator. Gegen Master Terrana. So. Dann geht's auch schon los, Countdown läuft.
Ja, dann grüße ich mal im Chat Mofu Jones, Hinrex, Gribber91. Hier seid ihr fleißig aktiv. Der Niki-Style war noch da und ist noch da. So, ja, dann haben wir hier auf Brückenkopf LE auf Deutsch in der linken Ecke Shakyor als orangenen Terraner gespawnt. Und in der rechten Ecke oder auf der rechten Seite Venator als roter Zerg vom Team Phoenix. Steht auch 3:1 für Team Phoenix in einem BO7. Ja, schauen wir mal, was wir dieses Spiel geboten kriegen. Also, Venata hat jetzt einen Protoss, einen Diamant-Protoss besiegt, einen Master-Zerg und einen Dia-Zerg. Als nächste Herausforderung wartet auf ihn, hier Shakyor, als Master-Terraner. Wie jedes Spiel geht er mit der Drohne scouten. Schaut drüben mal nach, was da so geht. Shakir scheint. Was macht er denn? Okay, CC First spielt zu wollen. Anscheinend. Er sammelt hier fleißig Minz. Und da gehen sie auch schon los, die zwei. So, die eine setzt jetzt gleich das CC. Venator spielt sehr, sehr aggressiv. Oder er hat Schiss vor Proxy. Okay, aber jetzt wird er gleich das CC sehen. So, okay, er hat's gesehen. Schauen wir mal, was jetzt folgt. Also er spart auf jeden Fall die Larven. Ah, okay, jetzt gibt er sie aus. Okay, die Drohne kommt nicht mehr raus. Kommt die zweite Base. Ja, und Shakyor sieht jetzt auch, hier Pool ist fertig. Zweite Base, Gramma zur Hälfte. Okay, er hat auf jeden Fall Pool First gespielt. Das heißt, makrotechnisch ist der Terran auf jeden Fall vorne. Bis jetzt. Hier kommt das Gas. Scoutet Shakyo auch. So. Reaper. Ne, Marine kommt. Kein Reaper. Hier kommt auch. Doch hier kam es Orbital zuerst. So. Venator nimmt gleich ein zweites Gas. Baut hier nochmal eine Queen. Da nochmal eine Queen. Hat er 3. Das SCV ist noch fleißig am rumscouten. Hier kommt jetzt die Factory. Hier kommt noch kein Addon. Ah doch, jetzt kommt's. Reaktor Hellions. So, er hat gesehen, keine dritte am Start. Oh, hier kommt ein schneller Leer. Will er fast also zwei Base Mutas spielen? So, okay, er hat ihn auf jeden Fall gesehen. So. Was macht er jetzt? Addet er jetzt eine Armory noch? Oder verlässt er sich jetzt erstmal nur auf die Hellions? Starport kommt. Okay. Er opfert sogar, obwohl er es gesehen hat, nochmal einen Scan, um zu verifizieren, dass auch der Leer durchgebaut wird und nicht abgebrochen wird. So, Starport, sonst kommt großartig noch nichts hier. Stin wird geholt. Die ersten Hellions fahren jetzt rüber.
So, hier schauen wir ein bisschen zu. Jetzt von hinten. So, hier, oh. Scheint will er wohl eine Hidden Base nehmen. Hier werden weitere Hellions geholt. Ein Viking zum Overlords jagen. Immer noch keine Armory oder sowas. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall erstmal bei Hellions. Es werden keine Hellbets. So. Drei Hellions hat er jetzt noch. So, hier vorne versuchen jetzt ein bisschen Schaden zu machen. Hat jetzt insgesamt vier Drohnen gekriegt. So, jetzt sind die Queens aber da. So, und da geht's wieder zum Werkeln. So, okay. Fünf Drohnen gegen vier Hellions getauscht. Ist auf jeden Fall okay. So, was kommen jetzt da? Zwei Ibis. Zwei Rex noch zusätzlich. Das heißt, er spielt auf jeden Fall Bio. Hat auch Stim gleich abgeschlossen. Hier kommen nochmal zwei Hellions. Immer noch keine dritte Base. Hat den Spire hat er nicht gescoutet. Wo hat er den Ding gebaut? Da! Doch, ja, dann gesehen. Okay, passt. Aber das hat er wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Weil hier an der Seite baut man normalerweise. Ah, doch, hier. Jetzt kommen die Raketentürme hin. Vier Stück. So, worker-technisch, ja, ist der Zerg noch hinten. Kann sich aber jetzt eigentlich ganz schnell ändern, aber er baut jetzt gerade nicht so viele Mutas. Oh, war knapp. Okay, er kriegt zumindest ein Depot. Hier baut er dann Forster weitere Raketentürme. Das bedeutet, er muss Minerals investieren. Das passt alles. So, vier Vikings hat er jetzt schon. So, okay, er hat noch ein paar Marines gekriegt. Ist auch noch ein Viking. Was ist das hier? Ah, da stehen noch zwei Hellions. Jetzt ist die dritte dann im Bau und auch gleich schon fertig. Banging Nest wird geaddet. Plus 1 Carapace für die Mutas. Sehr schön gemicrot, den angeschlagen einfach durchfliegen lassen. Linkspeed ist auf dem Weg. Drohnen sind auf dem Weg, Linge sind auf dem Weg. Ah, hier ist schon ein bisschen übersaturiert. Könnte dann demnächst mal korrigieren. So, jetzt kommen hier auch Medivacs, die ersten schon, zwei Stück gleich. Dritte Base. So, hat wieder keinen Mutter verloren. Sind alle noch am Leben. So, den SCV könnt ihr noch holen, damit er die Base delayed. Sehr schön. Passt, so jetzt plus 1 Def und plus 1 Off werden gleich fertig für den Terraner, sind jetzt fertig, gleichzeitig mit dem Linkspeed. So, hier oben sind Hellions und haben jetzt die dritte Base endlich entdeckt vom Zerg. So, hier die Hellions, also der eine Hellion patrouilliert noch ein bisschen, wird jetzt aber gleich von den Mutas gefunden und rausgenommen. Passt. So, jetzt kommt der Marine Push. Okay, hier sind aber schon Linge, plus Banelinge, hier ist ein bisschen Creep. Macht's dann auch nichts, wenn der Baneling Speed fehlt. Und er holt wieder ein Depot. Sehr nice. Jetzt macht er hinten noch die Rocks auf. Oh, 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 der Overseer, der Overseer. Minen. Okay, jetzt müsst ihr aber sehen, dass er auf die dritte pusht. Genau, holt auch die Linge und die Bandlinge nach, hat noch einen Overseer dabei. Hat jetzt auch die vierte gesetzt. Der Rana geht jetzt direkt auf die Base. Jawohl, passt. Gutes
die Vikings komplett. So, die Medivacs kann er jetzt holen. So, und da ist noch eins. Sehr schön. Jetzt kann er auf die dritte eigentlich pushen. Bailing Speed ist jetzt durch. So, sieht man jetzt hier auch im Bau. Fast nur noch Armee. Jetzt kommen noch mal ein paar Drohnen. Ja, ein bisschen Saturation können wir noch vertragen. We need more Banelings. Oh, nicht mit dem Motorsport. Abgebrochen. So, egal. Okay, jetzt mal auf zur Defensiv wieder welche, das passt auch. Map Vision ist halt eigentlich nicht so wirklich gut bei Venator gerade, aber beim Terraner halt genauso wenig. So, jetzt wird hier ein Drop eingeladen. Hier holt er sich noch ein Gas. So, jetzt pusht der Terraner rüber auf Creep. Hier ein bisschen den Creep. Ich habe noch viel vom Terraner übrig. 36 Linge versuchen das jetzt dann zu clearen. Ein Terraner steht aber halt mit seinen Marines hier. Stoß saturiert mit 86 Worker. Hat es gleich 3-3 durch. Und hier Venators Linge haben 0-0. Hier hat er Mines verteilt. Hier oben hat er noch die Hälfte seiner Armee stehen. 23 Worker gerade verloren. Steht jetzt 70 zu 39. Ah, hier durch den Drop hat er auch noch gut verloren. Schade, schaut nicht so gut aus gerade. Aber wer weiß, vielleicht kann er nochmal zurückkommen. So, aber hier pusht also der nächste Trupp raus. Werden neue Racks geaddet. Nochmal eine Factory. 3-3 ist jetzt zur Hälfte durch. Ja, Renato hat gerade ein bisschen Overmins. Und das war's. GG. Okay, schade. Aber sehr, sehr gut gespielt von Shaktio. Damit steht es jetzt 3 zu 2. So, dann unser Spieler. Wer wird unser Spieler? So, scheiße.
Ja, dann haben wir Moonlight noch. Mofu wird spielen. Ja, dann GL Hive und so und starten wir direkt. Was wir jetzt sehen, ist eine TVP. Das haben wir heute noch gar nicht gesehen. Und zwar auf Moonsüchtig LE oder auch Moonlight LE genannt auf Englisch. Haben wir hier in der rechten oberen Ecke gespawnt als lilaner Protoss den Mofu Jones vom Team Phoenix. Und auf der linken unteren Ecke den orangenen Shakyor vom Team Brotherhood of Devastation. Also Orangen Terraner, habe ich es gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. So, und es steht noch 3-2 fürs Team Phoenix in einer BO7 Reihe. Das heißt hier, ja, Mofu hat hier den Matchball. Wenn er hier gewinnt, ist es rum und Brotherhood kann aber noch ausgleichen und hat dann eben die Möglichkeit selber das Sack zuzumachen. Ja, zuerst mal Dankeschön an Venator, dass er hier 3 Maps geholt hat. So, was sehen wir hier? Die Rex kommt ganz normal, Gas kommt früh, bedeutet Reaper Opening. Hier bei Mofu sehen wir Gateway, Gas, Pylon. Das heißt eigentlich so Standard. Jetzt kommt dann hier das Cybercore gleich. Vielleicht auch hier oder hier. Noch nicht mal, er baut, okay, er baut den Nexus direkt oder auch nicht. Jetzt wird hier natürlich ein bisschen delayed. So, Reaper ist im Bau. Okay, Mofu nimmt den hinteren Nexus. Ah, okay, er nimmt doch den vorderen. Hat jetzt das SCV getötet. Tatsache. Dafür ist natürlich sein Cybercore jetzt ein bisschen spät. Das heißt, kein Mothership Core, kein Zealot, kein Stalker zur Abwehr vor dem Reaper. Das kann jetzt natürlich ganz schön fies werden. Wenn Sharkio hier durchzieht, dann könnte er schon die ein oder andere Probe kriegen. Und da ist auch schon die erste down. Die zweite down. Sehr schönes Micro, aber es reicht leider nicht. Mothership Core im Bau, kein Stalker, kein Warpgate. Okay, Warpgate kommt jetzt. Und Nummer 4. So, jetzt ist der Reaper erstmal unterwegs. Jetzt kann er abhauen. Und jetzt hat er natürlich die
Gase ein bisschen untersaturiert. Jetzt hat er 2-2 drin. Jetzt kommt ein weiteres Warpgate. Drittes Warpgate. So, er kommt weiter in Eco. Passt alles. Lurker ist jetzt natürlich ein bisschen hinten. Aber das kann er eigentlich doch relativ schnell wieder aufholen mit seinem Chrono Boost. So, jetzt kommt der Stalker. Oh, da kriegt er die nächste Drohne. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, das hat er ganz gut im Griff. Sollte da erstmal nichts mehr anbrennen. Stalker ist da, Mothership Core ist da. Okay. Und ein viertes Warpgate. Fünftes Warpgate sogar. Sechstes Warpgate. Er scoutet das jetzt natürlich alles. Das heißt, er weiß ganz genau, was kommt. Das hat er gesehen. 1, 2, 3, 4, 5 Warpgates auf jeden Fall. So, er macht hinten direkt zu. Legt jetzt hier wieder mal eins rüber. Ja. Hat keine Robo, keine Detection. Die Robo kommt jetzt. Baut einen zweiten Bunker. Und jetzt Gas, hat mir die Wolke wieder rausgenommen. So, jetzt hat er sie wieder rein. Jetzt werden die Widowmines abgeladen. Okay. Vier Stück. Das ist eigentlich okay. Okay, GG. Ja, damit steht es 3-3. Nein, Philipp K.98, das ist nicht Legacy of the Void. So, dann. Schauen wir mal, wer jetzt unser nächster Spieler wird. Im Zweifel bin ich das.
Ja, dann. Schauen wir mal, wer der nächste wird. In dem Fall sehen wir jetzt noch einen TVT. So, kriegen wir im Finale noch einen TBT geschrieben? So, dann geht's auch direkt in die finale Map. Also ich hier im Chat mit The Hero. Der Moritz, ja. Hi, ja. 30 Viewer Hype. Macht mal alle den Hype im Chat. Ja, haben wir jetzt hier auf Dash and Terminals den gelben Terraner Fantasy vom Team Phoenix oben in der Mitte gespawnt. Und rechts in der Mitte als orangener Terraner Shakyo vom Team Brotherhood of Devastation. So, und es steht 3 zu 3 in dem BO7. Ja, damit ist das jetzt hier das Final Match, was auch ein Mirror ist. Hier wird direkt an der Reaper Rampe ein Depot gebaut. Ja, Mofu oder Fantasy kann sich, Fantasy in dem Fall nicht, Mofu kannst du dich um den nächsten Clanwar kümmern, dass die ein bisschen vertröstest. Ich habe das zwar schon grob gemacht, aber wenn da nochmal einer spricht mit denen, wäre das glaube ich nicht so schlecht. Und dann immer die mir auf unseren Stream verweisen. So, hier hat auch direkt hier ein Depot gebaut. Er hat hier ein Depot gebaut. Hier die Rex. Allerdings hat hier Fantasy frühe Gas. Das heißt, er will auf jeden Fall den Reaper spielen. Und hier kommt sehr wahrscheinlich ein Marine. Oh, kommt auch direkt ein Marine. Marine. Beide haben direkt hier das Orbital angeworfen. Hier bei Shakir kommt direkt nochmal ein Depot. Wo ist das? Da. Da. Fantasy Boards jetzt.
So, jetzt kommt der Reaper. Schack hier baut Marines durch. Baut jetzt direkt einen Reaktor. Hat jetzt hier an der Rampe die zwei Marines stehen. Schack hier vor Allkill. Ja, geht ja im Grunde gar nicht mehr. Er hat ja leider den ersten Punkt hat er leider Devastation geholt. Nee, Desolation. So, hier kommt er, der Reaper. Kriegt er einen Kill? Ah, okay, er holt auf jeden Fall den Mool. Oder auch nicht. Shit. So, hier wird das zweite CC gebaut, oder auch nicht. Ah, falsch. Jetzt hier wird das zweite CC gebaut. Da wird das zweite CC gebaut. Also bei Shark hier auf jeden Fall ein bisschen früher. So, hier wird für Banshee gespielt. Schauen wir mal, ob es eine Cloak Banshee wird, oder... Kann ich mir gut vorstellen, hat beide Gase, sammelt jetzt auch schon 200 Gas. So. Cloak und Banshee angedrückt, passt. So, Worker technisch fände sie sogar einen Arbeiter vorne. Hat das CC allerdings oben gebaut. Er lässt hier noch den Marine patrouillieren. Hier wird gescannt, also er sieht die Banshee. Was macht er jetzt dagegen? Ah, er baut direkt einen eBay. Hier kommen Hellions. Die Marines sollten noch vor. Aber egal. Er hat das zweite CC gesehen. Die Marines kommen hinter in die Mineral Line. Hier die Hellions. Banshee fliegt los. Dann schauen wir mal, ob sie Schaden machen kann. So, der Viking ist da. Cloak ist noch nicht durch. Dauert noch ein bisschen. 13 Sekunden. Abgebrochen direkt. Also lässt das gar nicht durchkommen. Der Turret ist auch fertig. Okay. So, jetzt geht er zum Echsen. Hat eine Hellion bekommen. Die zweite fährt leider weg. Kriegt aber den Marine noch. So, Worker technisch ist er jetzt immer noch vorne. Hat einen Raven. Hier ein Viking kommt. Da kommen jetzt weitere Racks. Hier genauso. Stim ist schon plus 1, ist auch schon im Bau. Ah, hier kommt ein Tank. Hier kommt das Tech Lab. So. So, Fantasy spielt auf jeden Fall Marine Tank. Bei Shakyo bin ich mir noch gar nicht so sicher, was da gespielt wird. Und er scannt erneut. Sieht jetzt den Tank rauskommen. Sieht, dass da noch was im Bau ist. So, hier kommt die dritte Base von Shakyo. Weitere Rex. Hier werden Medivacs geaddet. Stim ist gleich durch. Fantasy ist gerade erst angedrückt. Aber so wie das ausschaut, will er auf jeden Fall nicht mit den Marines aggressiv werden. So, jetzt scannt Fantasy auch.
sieht, dass die Saturation ziemlich identisch ist mit dem, was er hat. Ah, zwei SCVs hat er gekriegt. So, jetzt zieht er langsam davon. 45 zu 40 Worker. So, jetzt verteilt der Tank hier hinten ein paar Schellen. So, hier ist der Tank. Okay. Oder die Factory mit dem Tech Lab. Er hat kein Raven gebaut. So, kommen hier Marines, hier wird, hier wird eingeladen, ein Megadrop. So, Fantasy lädt auch ein. Fängt auch an zu droppen. Wobei Shaktior den Watchtower hat. Was deswegen wahrscheinlich sieht. Und direkt zurückboostet. Okay, Fantasy hat es gesehen. Boostet auch zurück, geht direkt in die Main. Und hier die zwei Marines. Mutige Jungs. So, sehr schön. Sammelt dort. Eingeladen. Zwei schon. Drei. Oh, noch ein. Bam! Oh, neu. So. Aber die dritte Base, die sieht er halt nicht. Und, traut sich deswegen noch nicht selber zum Exen. Hier wird es gerade gescoutet. Ah, da ist er ja schon, auch schon, aber er hat sie noch nicht rausgeflogen. Combat Shields fehlen, Upgrades fehlen. So, hier der Sensor Tower, der kriegt jetzt den Drop gerade mit und alles move rein. Weg. Jetzt landet er seine dritte. SCBs hat er jetzt wieder aufgeschlossen. So, hier hat er auch noch was geklärt. Das waren wahrscheinlich Hellions oder ein Hellion. So, hier kommt ein Viking. Bumm. Macht er der Tank. Bumm. Ja, sehr schön, Hellion rausgenommen. So, jetzt wird hier sich positioniert, dritte steht. Ich bin nur noch ein paar Worker. Er hat hier auch ein bisschen übersaturiert. Jetzt kommt ein so Defense Upgrade. So, hier ist schon 2-2 unterwegs. Beide haben zwei Tanks, aber hier drei hat es. Uiuiui. Da ist die Armee von Fantasy einfach weg. Ah, keine Combat Shields, schlechtere Upgrades, weniger Tanks. Und weniger Marines. Ja, schade. So wie es ausschaut. War es das leider für Team Phoenix in diesem Clanwar. Worker verloren. Er boostet dann nochmal raus mit seinen Medivacs. Lädt alles ein. Die Tanks ballern hier das Gas weg. So, er droppt dann nochmal drauf. Sehr, sehr schöner Move. Jetzt die Tanks nochmal. Yeah.
hier kommt der nächste Drop. Kill die nächsten Bürger. Und das GG! Da damit steht es 4 zu 3 für Brotherhood of Devastation. Und da damit haben die gewonnen. So, Ergebnis eintragen. 4 zu 3. Sehr gut, pünktlich, fair, freundlich. So. Gespielt haben Fantasy, Mufu, Ostsee und Venator. Save Data. So, yes. Einmal bestätigen. So, dann der Mofu hat schon gestartet. Ich ändere noch geschwind den Titel von unserem Stream. Angel's Wings. Dune. So, ja.